Angie hat uns belogen. Nein, hat sie nicht, Papa. Es muss dafür eine Erklärung geben. Ganz sicher. So wie sie sich das vorstellen, geht das nicht. Nein. Na gut, das glaube ich nicht. Ganz einfach, ich bin Angie. Marias Schwester. Violettas Tante, die, von der sie behaupten, dass es sie nicht gibt. Genau die bin ich. Und wissen Sie was? Ich werde Ihrer Tochter die ganze Wahrheit sagen. Denkst du ehrlich, ich könnte mich für einen Jungen interessieren, der nach Mozzarella riecht? Hast du ihn wirklich nicht angemacht? Nein, niemals. Sie haben eine Aufgabe. Gemeinsam sind wir mehr, richtig? Wir sind gemeinsam mehr. Ihr seid weniger, kapiert? Ich hoffe, dass ihr euch anstrengt und die Aufgabe gemeinsam bewältigt. Sonst gilt das Semester als nicht bestanden. Und wer nicht besteht, verlässt das Studio. Entweder du hast das Potenzial oder du hast es nicht. Aber wahrscheinlich hast du es eher nicht. Das wirst du schon noch erkennen. Du hast dich an meine Freundin rangemacht. Können wir das nicht ein anderes Mal klären? Ich muss jetzt nämlich arbeiten. Ich will keine Probleme. Ach nein, die hast du schon. Keiner rührt sich hier vom Fleck, bis ich weiß, wer das gewesen ist. Wer war das? Wir könnten uns kennenlernen, wenn du möchtest. Und Spaß haben. Vielleicht zusammen picknicken. Das ist keine gute Idee. Wegen deiner Freundin und so. Ich hab keine. Gehst du mir aus dem Weg? Ach so?